Hallo Pamarillos, willkommen in der zweiten Aufnahmesession von Assassin's Creed. Es ist schon lange her, um genau zu sein, 10 Tage oder sowas, dass ich das hier gespielt habe. Deswegen seht's mir nach, wenn ich... Warum kann ich... Achso, Helixbalken ist voll. Seht's mir nach, wenn ich ein bisschen blöd hier gerade bin. Und ich weiß, wie das geht. Aber noch bin ich ja ganz flott unterwegs. So ein bisschen was weiß ich ja noch. Hüpf! Was haben wir denn da? Ah, wir müssen noch die Konkubine retten, die letzte. Oh, guck mal, da oben sitzt einer. Wie komme ich denn da hin? Ah, das ist so ein Gelber. So ein Gelber, die sind fies. Sollen wir da schnell hoch? Komm hoch! Geh doch hoch! Ah! Hilfe? Was ist denn jetzt? Alter, jetzt hat die Konkubine getötet. Oh, komm. Ich lass mich mal töten. Dann können wir das nochmal probieren. Okay. Damage machen die auch, die Kerle. Böse, böse, böse. Hüps. Diesmal will ich die aber lebend daraus bekommen. Der Typ da oben ist schuld, weil ich hier nicht... Oh shit. Weil er sich umgedreht hat, während ich ihn angerempelt habe. Ach scheiße, Daniel. Jetzt ist sie wieder tot. Ich bringe euch alle um. Aua. Komm, wir üben noch ein bisschen kämpfen gerade. Aua. Gut geübt. Ich glaube, ich bin für alle Schandtaten gewappnet jetzt. So, dritter Versuch. Hüpf. Oh Gott. Don't fall over. Und nach rechts. Aber ich mag das Spiel nach wie vor. Ich finde es immer noch cool. Es ist mal was ganz Neues. Zumindest von Assassin's Creed mal was ganz Neues. Es ist nicht immer dieselbe Scheiße. So, pass auf. Jetzt, komm, jetzt hüpf doch da hoch. Die will da nicht hoch. So, jetzt haben wir ihn erwischt. Jetzt lass mich mal schauen. Einer steht da unten. Und einer da oben. Der dreht sich nur ab und zu mal um, der da. Unten lang klettern geht nicht. Das heißt, der muss... Ach du Scheiße. Scheiße. Mann, jetzt, der bringt die immer direkt um. Das ist natürlich blöd, wenn er die... umbringt. Das heißt, ich muss da irgendwie runterkommen und den da abmetzeln, bevor der andere sich umdreht. Und das noch in der... beziehungsweise außerhalb der Reichweite von dem seinem Sichtfeld. Weil der dreht sich einfach nur ab und zu mal um. Wir warten und dann suchen wir uns den richtigen Zeitpunkt. Schön. Oder warte mal. Ich kann mich nicht fallen lassen. Wieso kann ich mich nicht fallen lassen? Komm, lass dich fallen. Es geht nicht. Verdammt. Ärgerlich. Egal, das kriegen wir schon hin. So, wenn der sich jetzt umdreht. Nein! Och, scheiße! Warum ist das so schwer? So, jetzt aber. Fäng dich an. Ich muss die Spiele definitiv öfter hintereinander spielen, beziehungsweise regelmäßiger hintereinander. Weil ich spiele dann immer so 12 Sessions oder sowas und dann lade ich natürlich jeden Tag eine hoch. Und dann komme ich ja nicht weiter, beziehungsweise spiele ich dann kaum weiter, weil ich möchte auch auf Kommentare antworten können, wenn mir einer welche schreibt. Und das ist dann nicht so einfach. So, Moment. Aua. Komm, wenn ich den jetzt hier...
Ja, ja, so ging's doch, ganz einfach. Hallo. Ah, jetzt. Ich befreie dich, du kleine Konkubine, du. Yay! Retterin der Konkubinen. Hauptsache, die Konkubinen stechen mich nicht. Das ist das gefährlichste Insekt der Welt, die Konkubine. Die kommt aus dem Konku. So, was mache ich jetzt hier? Ich kletter das Teil hier herauf und... Ah! Och, scheiße. Hauptsache, man stirbt nicht. So. Oh, was ist denn da? Hä? Das verstehe ich gerade nicht. Ist da jemand drin? Oder wie, wie... Da ist jemand drin, aber da gibt es nur so ein blaues. Das brauchen wir nicht. Aua. Okay, wir haben bis jetzt nur so ein Helix ausgelassen. Alles klar. Die Helixe sind nicht schlimm. Die müssen wir nicht alle einsammeln. Die können wir auch gar nicht alle einsammeln. Okay. Ich brauche ein Wurfmesser. Wie geht das? Ah, und jetzt kann ich hier dran und dann hüpf. Wow, war aber knapp. Lass mich doch mal auf die Karte spinksen. Guck mal, da fehlt doch noch eins. Ist das da drin? Wo bin ich denn? Ich bin da. Da ganz links hinten ist ein Schatz. Wie komme ich denn da hin? Oh, ich bin ins Wasser gefallen. Hier ist dieses Teil, aber da ist ein Schatz. Was macht die denn da? Ich will da runter. Nein, wo klettert die denn hin? Die klettert hier einfach ganz automatisch nach vorne. Ich glaube, man hätte da unten drunter durchgekonnt. Wenn ich das nicht hier runtergelassen hätte. Oder? Moment mal. Was ist denn, wenn ich mich töten lasse? Das müsste doch noch ein Gegner sein. Komm, ich lass mich mal töten. Von dem hier. Hallo, ich war eine böse Frau. Aua. Da kommt ja noch einer. Oh. Oh. Okay. Ich hoffe, ich komme jetzt wieder deine Stelle raus und kann erstmal unten zu der Truhe gehen. Oder kann ich doch nicht? Das ist unten. Fuck. Checkpoint neu starten. Ich habe aber jetzt bestimmt schon den Checkpoint. Mist. Naja gut, dann halt ohne diese komische Truhe. Du mich auch. Und jetzt greift der direkt an, das war so klar. Oh, okay, ich gehe da mal ein bisschen mehr mit Bedacht vor. 10 Minuten haben wir noch, da muss ich auch arbeiten. Hinter die Säule. Der Gelbe, der ist fies. Der Gelbe dreht sich kurz um. Nimm doch die Leiche. Kann man die in den Busch werfen? Ah, ich kann auch in den Busch. Und dann gehe ich hier runter. Wang Yang Ming ist tot. Mist. Was machen wir jetzt? Wann kommt der denn hier hin? Ich hoffe, er guckt nicht hier runter. Hauptsache, er kommt aus der Reichweite von dem Typ da raus. Und zack. So, dann räume ich den direkt mal weg. Den Leichen wollen wir hier nicht haben. Aber in den Busch mit ihm. Hüpf. So.
Jetzt ist da einer, der runterguckt. Und da ist einer, der auch runterguckt. Und was mache ich denn mit dem da? Da muss ich sogar drüber schleichen. Vielleicht kann ich pfeifen. So, er kommt. Nein, er guckt hier rüber. So, heb ihn auf, heb ihn auf. Und rein da. Und auch rein da. Alles klar. So, wenn der sich jetzt umdreht, um nach unten zu gucken, laufe ich los. Beziehungsweise schleiche ich los. Nicht viel los. Oh shit, ich hoffe, der sieht die Leiche nicht. Aua, lass den Typ los. Aua. Lauf. Oh shit, da ist einer mit einem Schild und einer mit, weiß ich nicht, was der da hat. Noch eine Sekunde. Ich hoffe, die bleiben jetzt ein bisschen gechillt. Oh. Wow, nein, 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 nein. Das ist schlimmer wie Bloodborne hier. Ah, guck mal, ich bin trotzdem hier oben schon. Das ist ja schon mal gut. Dann kann ich ja schon mal hinter diese grüne Dings hier gehen. Und schnips den hier um. Und den auch. Wenn ich jetzt hier drüber komme, dann laufe ich los. Und rutsche und Dreieck. Yes! Geschafft. So, jetzt hier um die Ecke. Jetzt klettern wir erstmal hier. Achso, springen muss ich. Jetzt komm, probieren wir mal in den Palast hier reinzukommen. Lend ich mal rein. Oh, wen haben wir denn da? Wer ist denn da hinten? Einer, der nach unten guckt und einer, der hier hinguckt. Ah, ich habe den Typ in der Hand. Oh, warum sagt mir das keiner? Kann man den da durchwerfen? Okay. Dann jetzt aber, dreh dich um und... Alles klar. Muss ich jetzt aus dem Fenster raus? Muss ich, okay. Ich schau mal hier auf die Karte, wo bin ich? Über mir ist so ein Teil, aber da komme ich gleich bestimmt hin, wenn ich... Ah, jetzt müsste ich da hinkommen. Oder doch nicht, weil da sind so Absperrungen. Mist. Erstmal ein Stück weiter klettern. Nach unten? Kann ich nach unten? Nein, komm, dann lasse ich mich mal fallen. Hier gibt's Knisterpulver. Pumpao-Pulver nenne ich das. Ja, an denen muss ich ja vorbei. Hörst du auf? Aua. Nicht schießen, nicht schießen. Ich bin unbewaffnet. Okay, danke. So, weiter hoch. Jetzt muss ich mir das andere weiße Knistersternchen da holen. Was da oben auf der Brücke war, was ich jetzt nicht gesehen habe. Gibt's hier noch was zu holen? Got it. Got it, sagt sie. Aber hier komme ich nicht hin. Ich muss noch eine Etage höher und dann aufs Dach. Ah, guck mal, hier komme ich ja nach oben. Oh shit. Ich hoffe, der andere dreht sich nicht um. Oh doch, er dreht sich um. Oh Gott. Zum Glück sind die schlecht im Nahkampf, die Kerle. So, jetzt kann ich mir das Weiße aber da unten holen. Upsa. Hüpf. So, es müsste jetzt genau unter mir sein. Zwei Leutchen haben wir da. Sobald sich einer umdreht, niete ich den anderen um.
Okay. Oder auch nicht. So, wo muss ich denn hin? Wahrscheinlich hier nach oben auch. Um dann weiter nach oben zu kommen. Hüpf, hüpf. Um dann weiter nochmal nach oben zu kommen. Kriegerin Bronze. So, muss ich jetzt hier runterspringen? Nein, hier gibt es einen schönen Steg. Schöne Aussicht. Ding, dong, dong. Habe ich das Level geschafft? Yeah. Your Highness, it is good to see you again. What is wrong? I'm sorry. Alter, ist das eine Falle? Das war eine Falle. Ja, wir halten den Part aber jetzt heute mal ein bisschen kürzer. Tut mir leid, Leute, aber ich muss arbeiten. Und wenn ich jetzt noch anfange wegen 4 Minuten oder 3 Minuten, wäre das natürlich blöd. Aber wir gucken mal, was wir noch haben. Upgrades, erweiterter Helixbalken, okay. Verbesserte Gesundheit, geil. Ja, Initialisierung. Komm, das schauen wir uns noch an. We meet again, Xiao Jun. I recognized you in Na'an. I remembered that you were once a concubine, along with the Empress. She was more than willing to lure you here. Lies! I had no choice. She chose to live. Her life meant more to her than yours. Who would blame her? I forgive you, sister. Your forgiveness is touching, but useless. There will be no rebirth of the Assassin's Brotherhood. You have no friends left. The last person alive who you thought you could trust betrayed you. That is how we wiped out your kind. So trusting of others, so weak and pathetic. The same qualities your master showed just before I killed him. Come closer, and I'll show you how weak. Pathetic I am. Master, allow me. Oh shit. Dämonenfeuer. 1530, die verbotene Stadt. Während Xiao Jun, Kui Ju am Leben und Tod kämpften, breitet sich ein verheerendes Feuer, das durch die Kämpfe ausgelöst wurde, in der ganzen Stadt aus. Sobald Xiao Jun Kui Ju besiegt hat, muss sie aus dem Inferno entkommen, solange es noch einen Fluchtweg gibt. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir mal zurück zum Hauptmenü. So, dann danke fürs Zuschauen, Leute. Schaltet gerne in der nächsten Folge wieder ein, denn es wird spannend, hoffe ich doch. Und ansonsten, stay pam. Ciao. Anzug, bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schickt einen Kommentar, denn das heilt und es spart Leben für mehr Energie. Müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobleme.